Wir beide haben uns letztens getroffen und wollten gemeinsam Ball spielen, aber wir haben keinen Ball gefunden. Das Einzige, was wir gefunden haben, waren Seifenblasen. Und da haben wir uns gefragt, kann man mit einer Seifenblase Ball spielen? Ich denke, wir alle sind uns einig, dass das nicht geht, denn wie Olaf schon gesagt hat, wenn man eine Seifenblase berührt, zerplatzt die einfach. Und gerade eben hat man das nochmal ganz schön gesehen, die Seifenblasen sind direkt kaputt gegangen. Also glaube ich das auch eher nicht. Ja, und so ist unsere Präsentation gegliedert. Zuerst ein Rezept, wie man eine Seifenlauge selber machen kann. Dann kommen verschiedene Aufbauten von Seifenblasen in verschiedenen Lagen praktisch. Und dann versuchen wir, eine Seifenblase zu optimieren. Ja. Aber wie macht man denn jetzt eine Seifenblase selber? Also, ein einfaches Rezept für eine Seifenlauge wären 100 Milliliter Wasser mit 3 Teelöffel Spülmittel gemischt. Und das dauert jetzt ein bisschen, bis sie sich das auflöst. Jetzt probieren wir einmal, ob das funktioniert. Ja, es klappt nicht immer. Ja, Vorführeffekt. Ja, funktioniert. Ja, aber wie ist denn jetzt eine Seifenblase aufgebaut? Einmal besteht sie aus einer Schicht von Wasser, also aus Wassermolekülen. Diese Wassermoleküle sind in einer Art Hülle von Seifenmolekülen umrandet. Aber wieso sind denn die Seifenmoleküle überhaupt so angeordnet? Das liegt daran, dass die runde Seite das Wasser anzieht und die stäbchenförmige Seite vom Wasser abgestoßen wird. Aber was sind Moleküle? Also, Moleküle sind Teilchen aus Atomen. Und diese Atome sind die Teilchen, aus denen wir alle und generell alles besteht. Speziell das Wassermolekül besteht aus 2 Wasserstoffatomen, deren chemische Bezeichnung auch das H ist, und einem Sauerstoffatom, deren chemische Bezeichnung auch das O ist. Die Seifenmoleküle, oder auch als Tenside bekannt, sind zum Beispiel in Shampoo, in unserem Fall im Spülmittel, in Seife und auch in Duschgel enthalten. Ja. Wieso ist überhaupt eine Seifenblase so instabil? Das liegt daran, dass die Schwerkraft das Wasser nach unten zieht. Somit wird die Seifenblase unten dicker und oben dünner. Außerdem verdunstet Wasser nun mal, wenn die Sonne darauf scheint. Deswegen wird die Seifenblase oben noch dünner. Hast du jetzt eine Idee, wie man eine Seifenblase stabiler macht? Ich habe eine Idee. Und zwar können wir einfach zu dem Rezept Zucker hinzufügen. Der Zucker würde nämlich das Wasser zähflüssiger machen. Und das bedeutet, dass das Wasser länger brauchen würde, um nach unten zu fließen. Und außerdem würde der Zucker das Wasser binden. Und deswegen würde das Wasser auch länger brauchen, um zu verdunsten. Und übrigens, ich hätte schon eine Idee für ein Rezept mit Zucker. Und zwar fügt man einfach 204 Gramm Zucker zu den 100 Millilitern Wasser hinzu, weil es nämlich genau die Menge ist, die sich in den 100 Millilitern Wasser auflöst. Stopp, stopp, stopp. Das ist zwar richtig mit den 204 Gramm Zucker, die sich in 100 Milliliter Wasser auflösen können, doch wenn du so viel Zucker zum Rezept hinzufügen würdest, würde die Seifenblase sehr schwer werden und sehr schnell zu Boden sinken. Also hättest du wieder nicht so lange von ihr. Deswegen schlage ich vor, dass wir einfach nur 1 Teelöffel Zucker zum Rezept hinzufügen. Und der Zucker braucht jetzt auch wieder ein bisschen, um sich aufzulösen. Ja. Man sieht, es funktioniert immer noch und die Seifenblase hält auch insgesamt länger. Wie ist eigentlich jetzt der Aufbau einer Seifenblase mit der präparierten Seifenlauge? Der hat sich eigentlich nicht sehr verändert. Nur sind zu den Wassermolekülen noch Zuckermoleküle hinzugekommen. Diese binden das Wasser, so wird es zähflüssiger, wie wir schon gesagt haben. Genau.
Aber gibt es jetzt eigentlich einen Untergrund, auf dem eine Seifenblase nicht zerplatzt? Weil wir haben ja gerade eben gesehen, eine Seifenblase zerplatzt ja praktisch auf jedem Untergrund, oder? Wie man sieht, zerplatzt sie auch auf den Händen. Also, wie wir das natürlich, glaube ich, auch alle von zu Hause kennen. Aber auf seifigen Händen, da müsste sich ja die Seife von den Seifenblasen mit der Seife auf der Hand binden. Also, dort könnte es vielleicht sein, dass sie nicht zerplatzt. Ich mache mir jetzt einfach ein bisschen Schaum drauf. Jetzt sieht man, die Seifenblase ist nicht geplatzt, sondern bleibt kleben. Ich kann sogar die Hand umdrehen und sie bleibt immer noch an meiner Hand. Aber man kann die Seifenblase, wie man gesehen hat, nicht zurückspielen. Deswegen wäre sie auch nur teilweise geeignet, um damit Ball zu spielen, da man, wie gesagt, die Seifenblase nicht zurückspielen kann. Und das ist ja auch der Sinn eines Ballspiels. Aber wir könnten es ja mal mit meiner Jacke probieren. Vielleicht funktioniert es damit. Wie man gesehen hat, ist die Seifenblase aufgedopst. Wieso? Das liegt daran, dass die Flusen häkchenförmig sind. Also haben sie keine Spitze, sondern sind oben abgerundet. So kann sich die Seifenblase besser der Form anpassen und zerplatzt nicht. Ach so, und deine Strickjacke hat ja auch Flusen. Und weil sich zwischen diesen Flusen eine Luftschicht bildet, stopst die Seifenblase einfach nur auf und zerplatzt nicht. Ja, und jetzt wollten wir noch mal damit praktisch Ball spielen. Mit meinem Schal geht das nämlich auch. Oh. Ja. Also wie man gesehen hat, lagen wir falsch mit unserer Vermutung, dass man nicht mit einer Seifenblase Ball spielen kann, weil, wie ihr gesehen habt, man kann mit einer Seifenblase Ball spielen und ja. So, das war es auch schon mit unserer Präsentation und vielen Dank fürs Zuhören. Applaus